Also im Norden ist es zum Winter Hartz-IV-Spartipp des Tages mit Nährwerten. Der Blitzkochtipp: Nudelsalat mit Erbsen und Möhren, vegetarisch, selber machen. Ein Topf für ca. 1,64 statt 8 bis 10 Euro vom Fleischer. So spart man dann 650 bis 8,40 Euro, wenn man es selber macht. Ideal für jede Party. Und da sind die Zutaten da, könnt ihr lesen. Zutaten: Hörnchen im Sockenland vom Netto für 79 Cent, Mayo vom Aldi oder Netto, beim Lidl gibt es das nicht. Erbsen und Möhren, die gibt es nur im Aldi. Und Strom, naja, müsst ihr so machen, mit Solar oder sonst was. Macht zusammen dann 1,64 statt, oder habe ich mich da vertan, da unten. Da müsste jetzt stehen 6,50 bis 10 Euro. Und mehr Spartipps auf meiner Seite lukewinter.de und in Kürze kommt ein Hartz-IV-Sparbuch. Den Link, da findet ihr dann demnächst unter dem Video und auf meiner Internetseite. Immer mit 100 Spartipps. Moment, sind wir weit. Sind wir auf das Material. Da sind die Nudeln. Da sind die Erbsen und Möhren. Diese Nudeln und da ist die Mayo, die gute mit Soja vom Netto. Und Moment, ist mal weit. Gucken, dass das alles drauf ist dann. Werbung muss auch mit drauf sein, muss ich aufpassen da. Wie teuer bezahlt. So, heute wieder ein Schnellkoch-Kurstipp. Wie immer, Ludger Winter, kochen ist einfach alles zusammenkippen. Hier habe ich vor ungefähr ein, zwei Monaten oder 6 Wochen habe ich mal diese Nudeln geholt. Das ist eine Packung, kostet 79 Cent, da sind 250 Gramm Glockenhuhn mit Hörnchennudeln. Die im Aldi gibt es die gar nicht. Im Edeka wird es die auch wohl wahrscheinlich geben. Aber die sind jetzt aus dem Netto. Und für, das sind 250 Gramm Eiernudeln. Und das ist so wenig. Und die habe ich gekocht in Wasser. Zum Vorteil zum Kartoffelsalat ist, man braucht keine Kartoffelschälen. Was da so eine halbe Stunde dauert. Da könnt ihr einfach Wasser warm machen im Wasserkocher. Das spart ihr auch. Und dann gibt es Nudeln. Und wenn die fertig sind, ist das die Hälfte, ist die Hälfte, was es hier gibt. Und dann kühlen die ab und lässt man noch stehen über Nacht zum Kühlen. Und dann die quellen jetzt immer noch. Vorher war nur der halbe Topf und jetzt über Nacht ist fast dreiviertel Topf voll. Und da kommt nicht viel rein. Einfach und gut, sollte auch günstig sein und schnell. Ja, jetzt habe ich diese Erbsen und Möhren. Man könnte auch zwei reintun, aber einer reicht da. Sollte auch günstig sein. Und dann kann man erst wieder den Saft abkippen. Den kann man trinken, da sind ein paar Vitamine drin und so. Und das Wichtige, da sind Erbsen und Möhren drin. Man kann auch nur Erbsen, wenn man Möhren nicht mag. Und aber diese Erbsen und Möhren, die gibt es nur im Dings da. Jetzt habe ich mein Messer vergessen. Da muss ich halt meine Gabel nehmen. Die Möhren sind ein bisschen lang. Die muss man da noch bisschen kleiner machen. So ein Topf. Wie viel sind da drin? 400 Gramm Topf. 265 Gramm Einlage. Und jetzt muss ich noch die Möhren und Äpfel sind schon vorgekocht. Die kann man schon so essen. Könnte man auch roh essen. Habe ich früher auch öfter so genommen, habe ich so gegessen. Aber das ist jetzt schon wieder bestimmt 10, 15 Jahre her. Ist mir gerade eingefallen. Jetzt die Möhren ein bisschen klein machen. Die Äpfel sind ja schon klein. Die brauchen nicht klein machen. So. Und das kann man dann später trinken. Und dann umrühren. So sieht das dann aus. Bisschen umrühren. Und von meiner Ex-Freundin ihre Enkelkinder, die essen das so. Nudeln mit Erbsen und Möhren essen die so, natürlich warm dann, ne? Und ohne Zucker.
Habe ich auch noch nie gegessen. Muss ich auch mal demnächst vorstellen. Als Hartz-IV-Spalte schnell kochen da. Aber so ist das schon vermischt. Umzug. Und jetzt so 3 Löffel Mayonnaise, Sojamayonnaise. Eins. Da braucht man nicht ein halbes Glas, da reicht es schon 3 Stück. Dann lässt man es über Nacht ziehen und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Mayonnaise nachmachen, wenn man das über Nacht zieht. Dann hier schön verrühren. Ist dann vegetarisch, weil im Ei ist ja vom Huhn, sonst wäre es vegan. Aber vegane Mayonnaise habe ich noch nicht gefunden. Muss mal eben gucken hier im Reformhaus. Ich habe gesehen, im Reformhaus, der Käse ist genauso teuer, der vegetarische Käse, wie im Marktkauf. Da muss ich mal gucken, was die da haben, aber ich habe jetzt wenig Zeit. Muss mich um meine Millionen kümmern. So, ist jetzt schon fast fertig. Jetzt könnte man schon so noch zu essen, aber besser ein bisschen ziehen lassen. Habe ich schon vorbereitet. Jetzt seht ihr, das in ein paar Sekunden, wenn ich jetzt nicht reden würde, Nudeln. Abkippen, Mayonnaise rein, dann ist in 1 Minute ist dann fertig. Und dann könnt ihr das so auf eine Party geben. Und ich stelle es jetzt auf den Balkon, ist jetzt hier wieder kühl, dann kann man es gut auf den Balkon stellen. So sieht das lecker aus. Jetzt hat man hier Erbsen und Möhren und ich habe nur da die Nudeln mit Salz gekocht. Ich mache wenig Salz und Pfeffer rein. Dann könnte man auch Salz und Pfeffer rein tun. Ja, schmeckt gut. Schmeckt sehr gut, würde Franken sagen. 5 Sterne. Also für jede Party. Ich habe den auf der Party eigentlich so noch nicht gegessen. Habe ich mir jetzt selber so gedacht. Einfach gut und günstig. Wenig Arbeit, wenn man keine Zeit hat zum Kartoffeln schälen. Die halbe Stunde da und Kartoffeln kochen. Dauert ja auch 40 Minuten. Und Nudeln sind in 8 Minuten fertig. Dann Wasser abkippen und ziehen lassen über Nacht. Und dann Uzu fertig da in 2 Minuten. Also mit 8 Minuten brauchen wir zum Kochen und dann noch 2 Minuten zusammenkippen da, dann also 10 Minuten nochmal fertig. Und auf der Party kommt super an und sieht genau passend. Kann man so im Topf servieren oder in den Schüssel. Und ich meine jetzt genau, die haben diese Nudeln bei Netto auch in doppelte Größe mit 500 Gramm. Aber das passt dann nicht in den Topf rein. Das ist dann zu viel. Die würden auch reinpassen, wenn man die kocht und dann über Nacht quillt das über. Also das war der Blitzkoch-Tipp, Hartz-IV-Spar-Tipp. Jetzt hat man hier ungefähr so 1 Kilo und 100 Gramm kosten ja bei Metzger so 80 Cent bis 1 Euro und 1 Kilo, da sind 8 bis 10 Euro da. Wenn ich das machen würde für die Party, dann würde ich auch 8 bis 10 Euro dafür nehmen, für die ganze Arbeit da. Und was heißt ganze Arbeit? Das sind halt irgendwie 10 Minuten Arbeit dann, ne? Aber Material sind ja auch 1,64, hat man 8 Euro verdient, wenn man es für 10 Euro verkauft. Das ist die Geschäftsidee. Das ist das Teil. Ich zeige nochmal die Nudeln. Die sind von Nudelart GmbH aus Mannheim. Gibt man ein www.richtig3glocken.de, da kann man die bestellen für seinen Laden. Und jetzt bin ich da über die Zeit. Das Video wird jetzt noch zu lang. Zeige ich noch mal kurz die Zutaten und was es kostet. Ich hoffe, dass ich so in 3, 4 Monaten ein bisschen unscharf, mein erstes Hartz-IV-Kochbuch fertig habe. Wenn ich Spartippbuch mit 100 und wenn das erste dann läuft, dann ich habe jeden Tag 1, 2, 3, 4 neue Spartipps am Fernsehen und dann kann ich da im Jahr vielleicht 3, 4 Hartz-IV Bücher rausbringen, immer mit 100 Tipps für 7, 8 Euro da. Ich würde es auch kaufen da. Okay. Habe ich jetzt wieder gehört, die haben 350.000 den Strom abgestellt dieses Jahr in Deutschland und 4,5 Millionen haben es angedroht. Die konnten erst nicht bezahlen, dann haben die doch irgendwie bezahlt. Also, wenn man jetzt ein bisschen spart, dann kann man auch seine Heizung bezahlen
und seinen Strom. Aber Raucher, die für 8 Euro Zigaretten kaufen und Hartz IV haben, die brauchen wir teuer, also ein bisschen Geisteskrank da. Okay, ciao, komm, wieder abonnieren.